Hallo, hallo. So, bin auf dem Balkon. Ich wollte mal ein bisschen zeigen. Hier bin ich beim Wegschneiden das ganze, die ganze Blätter und den, das Trockene alles, ne? Mal alles zurückschneiden. Ja, da sind ja diese Tomaten, zwei Teile. Ne? Ja, haben auch schon rote hängen. Sind nicht groß, aber ja, werden wir mal dann probieren, die Tomaten. Ja, diese Paprikas, die armen, irgendwie kamen die nicht so sehr zum Blühen. Irgendwie ist gar nichts da. So, die zwei Töpfe noch, drei habe ich gestern gemacht. Hier bei mir sind ein paar Ableger, habe ich da in die Erde reingeleitet, aber ob es was wird, mal schauen. Ne? So, habe da alles alte weggeschnitten und dann soll jetzt eine neue Blätter kommen. Ne? So, und da habe ich auch, ich dachte, ja, die habe ich jetzt gelassen, ob ich die vielleicht als Ableger vielleicht werden, taugen was oder weiß nicht, oder ich warte nur, dass die Erdbeeren einfach reifen und dann alles auch wegschneide. Werde ich noch gucken. Aber habe es richtig gut zurückgeschnitten alles, ne? Und bei dem Topf auch. Das war echt eine Arbeit. Aber ja, so ist es besser. Ah, hier, wie viel Samen habe ich jetzt? Werde ich mal schauen, wenn es mal trockene Tage sind und dann mal die mal pflücken. So. Ja, die wollte ich zeigen, sind auch zwei, waren ja von den neuen, ne? Hatte ausgetrieben, dachte ich, breche ich ab und stecke sie rein. Ja, soweit. Ja, sie haben überlebt, ne? Erdbeeren. So, auch die Winterhecke ist okay. Ach, guck mal, die sind so schön jetzt. Viele. Aber schließen sich schon langsam, ne? Ja, so eine schöne Pflanze, aber ja, nicht winterfest. Hoffe ich, dass ich die über Winter wieder schaffe, die zu, dass sie überlebt, ne? Mal schauen. Werde ich vielleicht im Flur, draußen im Eingang hinhängen oder wie. Aber so hübsch, ne? Sehr schön. Die Kakteenblümchen, ne? Sehen die aus. Sehr hübsch. So, das Bäumchen ist auch okay. Ja, hier, ne? Hatte ich ja schon gezeigt. Die Paprikas mit Gurken, die haben da viel Licht wahrscheinlich. Denen geht's gut. Und ja, Gurken werden wahrscheinlich nichts mehr werden. Aber habe ich noch gelassen. So, die zweite Tomatensorte, die ist auch echt gut am Tragen, ne? Ja, wie viel wir bekommen, ist auch gut. Ja, kommen noch einige nach. Ja, werden wir demnächst mal pflücken und probieren. Hier auch bei den Gurken, ne? Dieses Jahr, ne, war kein Sommer für Gurken, ist so. Aber die Paprikas, wenn sie ein bisschen was tragen, ist auch schon, hat sich's gelohnt, ne? Eigene, so. Ja, und jetzt muss ich noch die zwei Töpfe wegschneiden, hat mein, diesen Damen, für Damen so ein, wie heißt sie? Heckenschere, oder? So ein Blumenschneidgerät, ne? So. Die da sind auch okay. Und guck mal, es kommen wieder solche Ableger. Aber der, ne, ich glaube, den lasse ich mal. Mal schauen, was der wird. Ist diese Lambada-Sorte. Die werde ich nicht zurückschneiden erstmal. Oder vielleicht im Herbst dann. So. Ja, das Bäumchen ist auch okay. Ja. Wie gesagt, Zucchini, Gurken, ne,
Dieser Sommer war nicht für die Pflanzen und ja, Versuch, was wird, aber nee, hat nichts getragen. Ne? Ja, das ist auch soweit. Sehr, oh, duftet. Ja, hier sie da sind sehr lang. Ne? Schön. Ja, und da die Ecke da. So. Ah ja, da oben war ich noch nicht. Die Petersilie, die muss ich mal alles mal wegschneiden, dass Frisches vielleicht durchkommt. Diese trockenen Tage. Und dann Regen und so. Auch kalt, ne? So, und das sind diese junge Pflanzen, Erdbeerpflanzen, ne? Guck mal, jedes Mal treiben sie aus, aber sollen die nicht. Die sollen erstmal richtig mal stabile Stamm bekommen, ne? Aber doch, ist gut, kann man die dann im Herbst dann in den Topf umpflanzen. Bin ich echt soweit zufrieden. Ja, auch die sind okay. Ach guck, es kommt wieder diese Feuchtigkeit und aber werde ich schon wohl glaube nichts mehr machen. Oder doch vielleicht, wenn es nicht mehr regnet. Guck, dort hatte ich es weggeschafft und da ist es wieder. Ne, muss ich mal wieder sprühen. Ja, so, na gut. So, ich mache weiter. Und ja, werde da alles wegschneiden. Weil ja auch die Blätter, die sind auch schon alt. Und alles kommt ab. Nur diese neue, was rauskommt, das bleibt alles, wenn wir nicht zu tief reinschneiden. Ne? Okay, so. Dann ja, machen wir noch mal so mein Lieblingsaussichtspunkt. Ne? Der Himmel ist so schön jetzt. War heute so regnerisch, richtig geschüttet. Aber jetzt schön. Die Sonne ist jetzt im Westen. Echt schön. So. Okay. So, dann danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüssi.